Willkommen zurück zu GT mit Grievous. Hey. Gicht. Hi, Jari. Dem Traitor. Guten Morgen. Hans Kanz. Morgen. Und dem Drummer. Servus. Ich bin auch gleich. Ach, diese Dinger mit dem roten oder grünen Licht, ne? Und das ist Anni und Niklas kommen gleich wieder. Mit dem roten und grünen Licht, das sind. Du bist Detective. Anni und Niklas kommen immer zu spät. Was sind denn das eigentlich hier für rote Leuchten? Wenn man da eine Batterie reinmacht, 6 Stück insgesamt, Hans, dann gibt's einen Traitor-Tester. Oh, in alle roten Lichter? Ich kenne die ganzen Waffen. Alle, ja. Naja, aber der Traitor kann nicht bloß das Ding aufmachen. Und wo findet man die Batterien? Überall auf der Karte verteilt. Es gibt 6 Stück. Hans und aber der, wenn wir mit Tester ja, spielen würden... Erste Runde? Na, erste Runde ist Andys Job eigentlich. Ja, aber Andi ist nicht da. Na und dann macht das halt in seiner ersten Runde. Was war das Bananenbombe, Bananenbombe. Was war das jetzt mit Traitor können? Oh, die ist hier unten. Also vorsichtig ein Button. Irgendjemand Traitor. Hier draußen hat die geworfen. Das war nicht Hans Kanz, oder? Der war zu weit weg. Wann war was auch nicht. Wann war es auch nicht. Oh, Gicht. Ja, ich stand direkt neben dir, Alter. Das hättest du gemerkt. Hast du die geworfen? Ja, wenn ich direkt neben dir stehe, das hättest du aber ein bisschen gemerkt, oder? Du hättest dich hier verstecken können, hättest dich werfen können, hättest dich hier hinterstellen können. Ja. Ich hab dich die ganze Zeit nicht gesehen. Auf was schießt du, Grievous? Das Holz. Ich wollte schauen, ob es kaputt geht. Das gib mir mal deine Waffe, Grievous. Das ist aggressiv. Ein Case in the Rifle. Holz. Du magst doch Snipers. Besser deine Waffe. Danke. So, danke. Wow, Mist. Die Autosniper, wenn da noch was rumliegt. Ich glaub, wenn man hier ins Wasser fällt. Das ist so oben. Hans Kanz ist so oben. Ja. Also, ich hab ganz sehr Gichte verdammt. Ich hätte ihn wegmachen können, eigentlich. Lebst du noch, Grievous? Ja. Ah, gut. Ja, du hättest mich wegmachen können. Ich dich auch. Ja, ich stand, bin ich neben dir, du hast es nicht mal gemerkt. Oh, bei meinem Nachbarn brennt's wieder. Ja, deswegen bist du so im Verdacht. Bei deinem Nachbarn brennt's wieder? Ja. Nein! Ich lebe noch. Ich bin hier runtergefallen, das ist nur optische Täuschung. Das ist, ist noch jemand auf der anderen Seite. Ich bin nicht hört, das ist ein Grafikbug. Warum bist du hört, ja. Hä? Naja, weil er Ohren hat und er hört ist. Achso, okay. Oh shit! Wando, bist du das? Drama, lebst du noch? Ja, ja. Wenigstens hast du es noch erkannt, dass der wird scheiße. Boah. Wando, da kommt. Wieso zielst du auf mich, Hans? Ich dachte, das wäre ein Fahrstuhl, aber da kam hier ein Giftgas raus. Nee, das ist ein Traitor-Tester, das hat kein Gift. Guck mich nicht an, so. Woanders hin, ich bin Detective, ja. Mir kannst du trauen. Ja, gut, aber da wir eh noch keine Batterien haben. Du bist verdächtig. Ja, aber hat das funktioniert. Wenig, ja. Echt? Ja. Oh. Fliegt ein Vogel! Ah, fuck, ich dachte, ich könnte rüberlaufen. Ich dachte, oh Mann. Hans sniped! Ich hab den Vogel abgeschossen. So, wer also ist hier? Wer werden hier keine Vögel abgeschossen? Das ist Tierquälerei. Hä? Hey, wenn du schießt mir dich ab, Exe. Lebst du noch, Grievous? Du? Wieso bist du hört? Ich? Wieso bist du hört? Wer gießt sich dein Wasser ein? Irgendwo runtergefallen. Geh ich, lebst du noch? Ja. Wann oder lebst du noch? Ja. Ich glaub, es leben noch alle. Drummer, ja. Außer ich lebe auch noch. Also, nee, ich lebe nicht mehr, weißt du? Nix, zielt schon wieder in meine Richtung, oder? Kann du bist in aller Roleplay. Warum bist du gehört? Weil ich bin der Detective, musst du das zwingend wissen. Das ist doch meine Sache, warum ich gehört bin. Hans bedrängt mich. Wo gab's denn hier den Fahrstuhl? Ich denke irgendwie Hans und Gicht sind. Unten. Oder / Hans Kanz / Grievous und Gicht. ich glaube, okay. Alter, drüber, du kannst mich instant wegsnipen mit deiner scheiß Shotgun. Mach ich aber nicht. Er ist da hinten geh, das zielst du auf mich. Ja gut, also du bist Traitor, gell? Ich guck auch die hinten in den Turm zu. Auf die wird nicht gezielt. Zieh auf den Turm. Da ist gerade, jetzt ist gerade jemand gestorben. Ja, Hans Kanz, oder? Nee. Hans Kanz ist Hans Kanz. Wuhuu! Er hat Drummer getötet. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der ist oben im Turm. Er ist tot, Er ist tot. Und... Grievous hat. Aua, wow, scheiße. Runtergefallen. Irgendwie. Ja. Achso, du bist schon oben. Ja, okay. Jo.
Ich hab die beiden die ganze Zeit beobachtet und Hanskanz hat dann. Ich hab nicht grad. Oh fuck. Oh oh. Oh nein. Manuel, lebst du noch? Ja. Das ist Gicht. Oder du? Boah. Er lebt eine Echse noch? Ich nein. Nicht. Was mit Grievous? Er lebt noch. Ja? Er hat einen Tracer gekillt. Achso. Ich muss weg von dir. Okay, das waren Schritte von draußen in der echten Welt. Grievous, was hast du gerade? Hä, nein! Du bist doch nur. Ja, nee, ich dachte gerade, du hättest es in den Twitter-Chat geschrieben, aber erstens gäbe das keinen Sinn. Nein, ich hab die E-Taste gespinnt. Ach so. Tür aufgeht, oder? Ja, ja. Das sind alle Tüße. Okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, wir leben nur noch. Nur noch wir. Beide. Dann bist du ein Traitor. Ja, das ist ja das Merkwürdige. Dann müsst ihr eigentlich schon stehen: Innocent wins. Ja, genau. Das heißt, wenn ich Gicht sehe. Da ist ein Pixel mit fehlenden Texturen. Boah, ich hab so einen Halsschmerz, ne? Kann ich jetzt mal gerade so in den Raum werfen. Mhm. Wirf's zurück. Ah, Zeit ist ja eh anscheinend rum. Ja, ja, das schon. Haste Mode, weiß Haste Mode an. Was hast du gemacht? Ja, Grievous war übrigens Traitor, er hat mal fett gelogen, indem er gesagt hat, dass er einen Traitor getötet hat. Nein, ich war Traitor. Ach, Grievous war echt nicht, es sah so aus, als hätte er mich weggesniped. Nee, das war ich. Oh, ja. Weil du im Haus drin warst. Ich bin ins Haus eingelaufen. Da hast du wirklich die Bananenbombe geworfen, oder? Nee, ich hab den Friendship geschossen, aber in der Verwirrung bin ich dann ins Haus rein und hab dich weggemacht. Also du hast nicht die Bananenbombe geworfen? Nee, das war Hans Kranz. Den habe ich sogar beinahe noch ausgeschlossen, weil er zu weit weg war. Ja, okay, du weg. Also diese Karte verwirrt mich ein bisschen. Mhm. Ich mag die Karte auch nicht gerade so. Ja, an sich ist die gut, aber die ist irgendwie zu leise. Aber es liegt wahrscheinlich... Ich mag die an sich nicht. Wobei das wahrscheinlich daran liegt, dass wir gerade die beste Karte hatten. Right. Da hat jemand getrunken. So was die Lautstärke zumindest angeht. Ah, Detective, ja gut. Ich dachte, es hätte Hans Kranz getrunken. Was hat das mit den hässlichen roten Lichtern auf sich? Ach, guck mal. Oh. Wenn man alle zusammen sammelt, hast du einen Traitor-Tester. Oh, da musst du Batterien. Ja, ich bin ja hier unten. Die kann man noch gar nicht sammeln. Nein, du musst da Batterien reinmachen. Big Love. Die kannst du sammeln, ey. Oh, der Traitor-Tester hat schon funktioniert. Aber echt? Ja. Oh. Mist. Irgendjemand stirbt gerade. Och, Gicht. Jetzt sei ganz ehrlich. Gicht ist der. Ja, wann war? So wie Andi. Wieso? Nein, ich laufe doch hier nur um diese Karte herum. Ja, aber der Gicht hat doch gerade nach draußen irgendwo geballert. Und irgendwer hat dich von draußen, glaube ich. Ja, ich war in einem Gebäude. Der hat schon Grinsen auf dem Gesicht gehabt, als er gesagt hat, auf Gicht schon wieder. Wer hat das gesagt? Du! Ich hatte einen Grinsen gesehen, wann war da aber auch eins? Exe guckt im Haus, komm, ich komm da raus. Also, weiß warum, ne? Schön. Na, Exe, wer ist da? Wer ist da? Hans Kranz ist da. Wo bist du denn, Grievous? Ich glaub, Niklas. Niklas war das. Du siehst mich, wo bist du denn? Ich war übrigens Trader, also. Bist du auf der anderen Seite? Nee. Doch, oder? Ziemlich blöd. Ah, da bist du. Ah, jetzt das Fenster gesehen. Ah. Wann war? Ja. Kannst du mir nochmal. Ah, okay. Wenn du tot bist, kannst du mir mal ganz kurz nochmal die Waffenseite schicken? Ja. Weil ich habe das Problem bei mir. Der will jede verschissene Waffe nochmal neu downloaden. Wow. Meine Pistole! Kann ich machen, aber Pistole. Ich weiß natürlich nicht, was das bringt. Exe war's. Ich hab ne Pistole in der Hand!
Du hast mich vergiftet. Er ist ein Döner. Hier siehst du, ich hab ne Fey. Hans Kranz schießt auf mich. Ja, du hast mich vergiftet. Ich hab dich nicht vergiftet. Niklas, geh weg. Also sorry. Niklas, es hätte jeder gewesen sein können. Nein. Wieso liegt dein toter Gicht? Niklas, geh weg. Es hätte jeder gewesen sein können, Hans. Ja, okay, gut. Ich brauche aber trotzdem meine Waffe. Macht ein Hanskranz da oben. Sterben. Sterben? Also Grievous hat gesehen, dass ich im Haus drin war. Ach, du bist der vergiftet ist, so, ne? So, jetzt komme ich auch mal wieder hoch. Aber ich möchte nicht, dass der... Trader bei... Okay. Toll. Was möchtest du nicht? Das ist irgendwas mit Trader, hat er gesagt. Ich möchte nicht, dass er Trader weiß oder so. Ich wollte nicht, dass der Trader in Pilke kommt. Wester, Drummer. Ja. Wow. Oh, Muni. Ich lebe noch, ja. Okay. Bei mir Niklas ist lebt auch noch. Alles super. Okay. Wo ist denn Niklas? Den habe ich die ganze Runde noch überhaupt nicht gesehen. Da stimmt. Oben ist ich schon. Hier ist mal vorbeigelaufen. Bauen für so. Exe ist es. Ich bin nicht. Alter, das ist geil. Komm, wann war die Rocken war? Hm? Also wie gesagt, Exodus. Oh, sorry. Los, wann war das? Schaffen wir! Das schaffen wir? Tja, Exodus. So einfach nicht. Hä, wo war der denn? In der Buchse Hude, wo ist dringend gleich rechts. Oh. Ah, ihr Wichser! Was ist denn passiert? Ja, wann war's? Grievous! Kann ich dir helfen? Wo eben ist nicht mehr zu helfen. Oh, mit dem Scheißding sieht man nichts mehr. 400 Creepers, aber kein Mann war. Wo ist er denn noch? Da hinten ist er. Weiß nicht, wo ich bin. Der läuft doch eher am Leben. Du, der läuft doch eher am Leben vorbei. Ja, das ist wahr. Frage ist. Du weißt, wie ich da so grün blinken will. Ach, du bist vergiftet und heilst dich die ganze Zeit. Deswegen höre ich durchgehend Geräusche. Ich dachte gerade schon, was ist denn hier falsch gelaufen? So, Grievous? Ah, es hat aufgehört! Oh, was geht denn da bestimmt Zeit? Wahrscheinlich im Bug, weil was ich denke, ja, der ist dann bestimmt eh tot. Ja. Der ist jetzt so oft gestorben. Oder das Medkit hilft einfach. So, Grievous, wer von uns beiden ist es denn jetzt? Ich bin Detective Pfosten, du. Who knows? Ja. I knows. Ja, ich das weiß, ist tolles Englisch. I knows? Ist das irgendwie. I knows ist ich. Das ist, die neue Nasen-App von Apple. Genau. Seht ihr doch, die gute alte I knows. Menschenskind. Wo bist du denn eigentlich, Mann? Ich. Im Untergrund. Ja, dann sei da mal. Mach du nur. Ich bin nämlich auch im Untergrund. Echt? Glaub ich dir nicht. Nein, du hast die Autosniper. Richtig, aber ich treff nicht. Mist, doch. Ach Mann. Aber das Grinsen hat's wirklich verraten. Ich hab versucht zu warten, bis man das Grinsen nicht mehr so raushört, aber das hat man trotzdem raus. Also war es Exe wirklich? Der hat mich angeschossen und ich bin schon wieder vergiftet. In dem Moment sagt er mit so einem Grinsen auf dem Gesicht, ich bin ja schon wieder vergiftet. Weißt du, in dem Moment wusste ich, der ist es, aber ich konnte halt nicht wegkommen. Exe, du hast auf mich gezielt und ich sicher war. Du hast auf mich gezielt, ich hab dir den Kopf geschossen und der Drecksau ist nicht gestorben und dann war ich vergiftet. Exa ja, hat mich einfach vergiftet und hat alles geleugnet. Ja, warum nicht? Ich bin Trader, warum soll ich nicht leugnen?
Ja, und keiner hat ihn hier getötet. Bei dir, bei dir. Obwohl ich schon gesagt habe, dass es Exe ist, aber schön. Keiner hat auf mich. Aber jetzt weißt du, dass das Detective alle drei Poison Dart umgehen kannst. Also Gicht ist gleich schon wieder vergiftet. Ja, wahrscheinlich. Wenn Exe wieder, wenn Exe wieder Trader ist, ja. Ich hab's da. Du lägst. Exe macht alle durch das eine Fenster. Mann, war es aber schon wieder in der ersten Runde, oder? Ausschauen. Welche erste Runde? So, jetzt geht's. Na und? Ja, es geht halbwegs sehr gut. Niklas! Niklas! Niklas auf den Hauptplatz! Oh, ich muss nachladen. Nick. Ich hab ihn weg. Ich hab auch auf Niklas geschossen. Er ist mein Trader. Okay, ja, Gicht. Franz hat wirklich, glaube ich, drauf gelassen. Gicht ist proben. Und hier ist das Wanda wahrscheinlich dann, ne? Ja. Also Exa oder Grievous? Gut. Ich oder Grievous, okay. Boah, Alter, ich bin so scheiß Krähe. Wo ist denn Grievous? Du bist weg von mir, du bist es. Einer von uns beiden ist es, ja. Das ist Trumeur, der macht gerade hier irgendwas. Hast du noch Punkte? Wo ist denn Grievous? Schießt er, ist er jetzt da oben wieder, oder was? Nein, ich bin da oben. Nee, ich meine auf der anderen Seite, wo Grievous jedes Mal ist. Ich brauche eine bessere Waffe als eine Mac 10 hier. Ich glaube, Exe ist es. Er ist in da oben, kann es gerade. Mac 11. Du weißt schon, wenn du mich wegmachst, ist es RDM. Nee, eben nicht. Ich mach Grievous weg und dann. Ich weiß, dass du es bist. Wer hat alles in die Leiche vom. Und ich weiß, dass ich es nicht bin, deswegen. Du kannst auch Sachen behaupten, jetzt zum Beispiel bin ich es nämlich nicht. Also ich bin der Meinung, dass du. Auch wenn ich total ungläubig klinge, ich mache jetzt Grievous weg und dann könnt ihr den von uns wegmachen, der gewinnt, wenn die Runde noch läuft. Wenn ich gewinne, dann läuft die Runde nicht mehr. Wieso steht eigentlich Niklas? Wo ist Grievous? Wieso steht eigentlich Niklas unter Spectators und nicht unter Toten? Weil der, glaube ich, abgegangen ist. Ich wollte. Wo ist denn Grievous? Sind im Untergrund, oder? Hans Kanz. Nee, kann er nicht sein, wenn Hans Kanz weggesnipert wurde. Ich weiß nicht, ich habe eine Shotgun, das muss Grievous sein. Nee, du bist jedenfalls da jetzt irgendwie. Nicht da hochgehen, nee, ich da hoch. Nicht, warte, nicht. Mach's lieber nicht, wenn da jetzt ein Friendship-Beaming kommt. Er ist ein Sniper. Let's up, meine Maus! Was ist das für ein Scheiß? Ich konnte gar nicht bewegen. Ja, Frage ist, wo der sein Sniper auch? Ja, ich konnte es ja nicht gewesen sein. Nee, ihr habt mich einen Blick gehabt. Das ist richtig. Du wurdest angesniped, ja? Nee, ich bin runtergefallen gerade. Wer hat jetzt seinen Sniper? Grievous. Oh, ja, Grievous ist hier oben. Wo oben? Ja, hier unten beim Haus. Bei einem Eingang, ja. Bei dem großen Haus? In der Nähe vom Spawn. Wahrscheinlich bei der, wo die Leiche von Niklas liegt, deswegen, aber die liegt noch da. Okay. Dann vertraue ich dir jetzt einfach mal. Mann. Also Grievous ist es eindeutig. Ich höre die ganze Zeit nicht mal Waffen wegschmeißen. Ja, ich auch. Voll creepy. Bin eh mit einem Schuss tot. Haben wir eigentlich den Mandel Launcher noch drin? Da ist Grievous! Was ist denn das für eine Waffe? Ah, fuck, die Silent Fox. Grievous, ich hab dir vorhin mitgegeben, hast du Schaden bekommen? Silent Fox. Ja, hab ich. Mhm. Die ist ja voll geil. Na gut. Ja, die ist auch geil. Die ist eigentlich ganz nett. Bloß ein bisschen wenig. Siehst du, Hans, die war diesmal recht, auch nicht so ungläubig gesprochen hab. Ja, Junge, du. Ja. Rumble kannst dich auch nicht stillhalten, ne? Ja. Nö. Stille, ich weiß nicht, ob man so wie Hans Kanz glauben könnte, aber also ich mehr oder weniger still und das. Ich glaube, die Silent Fox lohnt sich auch immer nur so für einen Kill. Ja, das ist so, aber ich konnte nichts Besseres mehr kaufen, weil ich die schon. Ja. Die Silent Fox ist eigentlich gar nicht. Ja, geht schon. Aber die hat so wenig Muni, du kannst ja knicken. Also, aber das wäre doch nochmal die Idee, in die Raygun reinzutun. Ja, wir haben die noch. Die Raygun, die wollten wir auch noch reinpacken. Ja, wir haben eh noch ganz viele Items hier. Warte mal, hast du die Spartan-Kill zum Beispiel? Hast du die Silent Shotgun raus? Nee, nicht, dass ich wüsste. Hab ich nämlich nicht gefunden. Ja. Hab ich nämlich nicht gefunden, ich bin wieder innocent. Ich könnte nochmal nachgucken, aber da eigentlich müsste die drin sein. Ja, vielleicht hast du bloß nicht gesehen. Hans Kanz hat mich hier runtergestoßen. Wer hat die Nägel? Gib mir die Nägel her, wer auch immer die Nägel hat. Ich hab niemanden runtergestoßen, das ist Lüge. Wer hat die Nägel? Hans Kanz hat mich runtergeworfen. Wer hat die Nägel? Exe, du hier vor dir, du Blinse. Ach, hier, schmeiß hin. Warte, hä? Achso, warte mal, Kubos, ich bin durch. Okay. Oh, hat ihn weggesniped! Hans Kanz! Nee, ist auch tot. Andi macht Bilder, mehr. What? Ey! Andi macht Bilder? Drummer! Oh. Wer war der Zweite? Wie schnell? Aber Hans? Hab ich ihn. Hast du mich jetzt weiter? Hab ich ihn geworfen? Okay.
Ich hab dich eigentlich gesagt unabsichtlich drunter geworfen und Andi hat dann auf mich geschossen. War wieder klar, ey. Andi hat auf mich geschossen. War wieder klar, dass du Mistklinge Hackfresser, dass du dort einfach random rumschießt. Hä, hey, du hast dich angeschossen. Bitte, bitte, lass die Reddit irgendwann rundenübergreifend sein. Das macht er nur noch. Akzeptiert's einfach. Was sagst du mit Radio? Du killst Andi jetzt irgendwie jede Runde. Andi hat mir 20 Schaden zugefügt. Oh. Hallo. 20 Schaden, der tut einfach 20 random. Schaden zum Killen nicht gleich. Oh ne, ich mach's lieber nicht, das ist schon mal schief gegangen. Das bin jetzt nochmal jemand erklärt. Radio macht Geräusche. Radio macht, spielt Geräusche ab. Genau. Zum Beispiel. Also quasi einfach eine quasi, oder was? Ja, zum Beispiel. Kannst du damit Shotgun-Schüsse auf Cluedo machen und Exe denkt die ganze Zeit, es werden Leute erschossen. Ich bin Detective. Okay. Oh. Aber nicht Andi töten. Kann deswegen man das irgendwie einstellen? Hallo, ja, Andi will mich töten. Ihr lasst es jetzt einfach mal gegenseitig. Hans, ich beschütze dich, okay? Leider ist der letzte Rotz, Alter. Bist du mit E dran? So, ich sag jetzt gleich mal an, ich will Hans Kanz wegmachen. Ich beschütze Hans. Einmal darf Hans Dete. Der ist ja Dete. Oder? Ich beschütze den Dete. Obwohl, der ist Dete, ja, gut. Ich wusste ja nicht, dass der Dete ist. Ja. Trotzdem. Naja. Was soll ich wissen, dass der Dete ist, Alter? Trotzdem darf der Dete ihn jetzt nicht deswegen wegmachen. Ja, nee, solange er mir keinen Schaden zufügt, wie kann Alter, was ist denn jetzt wieder los? Nein, Turm. Okay, ich bin raus. Ich kann rausgehen. Warum? Wow. Weil meine beschissene Tastatur nicht mehr funktioniert. Die Tür ist mir hier offen, aber man kann nicht durchgehen. Bin ich völlig verrückt, aber warum kann ich nicht mehr offen durchgehen? Wow, was war das? Ich komm nicht durch. Drummer! Drummer! Ach ja, Tatsache, okay. Andi. Hä, ich? Roma, ich hab ne Shotgun und kann ihn wegschmeißen. WTF, wie hat der denn einen Friendship? Nee, wie heißt das Ding nochmal? Headcrab, ja, genau. Das ist Gicht. Liegen hier draußen auf. Hä? Oh, passt. Warte mal, ich bin mal kurz. Das ist aber eine coole gucken. Idee, das da so reinzusetzen. Irgendwas stimmt bei mir mit der Bewegung, ne? Fieber? Ein blöder Eimer. Das ist Echse. Ey, ich suche hier nach besseren Waffen, ihr habt nur so eine kacke AMD. Drummer ist es übrigens. Kann ich mal AMD, kurz ja, ich hab ein Intel. Hä? Drummer ist tot. Ja. Danke. WTF, da ist gerade jemand gestorben. Echse. Was? Ich war hier drin, wie wurde er erschossen? Deine Hauptwaffe. AMD. M16, okay. Ja, okay. Ich hab die AMD sogar gerade weggeworfen. Ja, das war zu schnell, als dass sie den hätte. Ich bin tot, aber kann mir mal einer sagen, wo der Scheiß steht mit, dass die Waffe schmeißt? Achso, du bist Dete, ja, du bist der Dete. Oh Mann, das ist ja. Nee, eben nicht, das gibt's für mich nicht mehr. Das hat sich gelöscht, der Scheiß. WTF. Und ich weiß nicht, wo steht. Gewesen oder sein, der war eben da am Rand. Hä? Was hast du für eine Hauptwaffe? Mac-10. Mac-10, okay. Ja, wobei, in der Zeit hätte... Drummer lebt noch. In der Zeit hätte schon jeder wechseln können. Kann man einer der Toten, ich gesagt, dass Gicht es war, weil Gicht hatte von diesen... Kann man einer der Toten bitte sagen, unter was das hier dieses Waffentroppen steht? Weil hier steht nirgendwo Drop Weapon oder sonst was. Bei mir. Genau. Keine Ahnung, irgendwo so, einer von den Toten, ja. Ja, einer von den Toten wäre das schön, wenn der mir mal das mal kurz sagen könnte. Weil ich weiß nicht, unter was für eine... Ja, ich weiß aber keiner... Das ist da ein Fall gesprungen, oder? Ich glaube ja. Was ist mit Drummer? Hast du Drummer gekillt, Hans? Ja, da ja, kommt Drummer noch wenigstens. Oben auf dem Turm. Ja, der ist oben auf dem Turm. Ach, der ist durch ein Headcrab, ne? Ja, der war doch Traitor, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Wow. Kill den Hackers mal. So. Können wir das jetzt bitte mal einer der Toten sagen? Waren da schon alle? Wow, ich komme nicht hoch. Nein. Boah, das war aber knapp. Alter, da kommen wir nicht hoch. Da kommt man nicht hoch. Oder so? Ja, dann... Stimmt. Warte mal. Oder ein Binocular. Grievous, lebst du noch? Ja. Ja, okay. I'm so happy. Nein. Ich hab die Musik auch. Das ist schön, Es ist so schlimm. Smoke. Hier ist eine Mücke in meinem Zimmer. Oh mein Aber Gott. Wann war und wow. Ich hab schon mal nicht Andi gekillt. Ja, das ist wahr. Das kommt mal angeworfen. Hallo, Anfang. Wann war? Excel. Lebst du noch echt? Mhm. Ich glaube, das ist Hans Kanz. Hans! Was kannst Detect du eigentlich? Ich glaube, Grievous ist suspekt. Auf jeden Fall. Warum? Ey, hier ist ein Stein! Andi ist das! Andi lebt in einem Stein weiter! Wo? Hier! Der Stein hier, der sich hier bewegt hat. Aua! Verdammt! Da vorne. Oh. WTF? Das war... Wann war das? Nee, komm, identifizieren! Das war's.
Exe, könntest du mal kurz sagen, was das für eine Taste ist? Oder wo die Kuh draufgelegt ist? Was, wie die Scheißbelegung hier ist? Nein! Wo ist die denn? Ich finde die bei mir auch nicht gerade. So, RTV. Also eine Runde noch. Das ist die erste Show-Menu. Show-Menu ist das, die allererste. Das ist cool? Ich hab Exe getötet? Du hast mich gepropkillt. Ja, gepropkillt. Wie denn? Du hast einen Gegenstand gegen mich geworfen. Du wurdest doch aber abgeschossen. Nee, das war der Stein. Wie wurde man? RTV. RTV. Und Andi, ich hab keine Einstellung gefunden. Also Niklas hat keinen Bock mehr, weil bei ihm Gary's Mod rumfuckt. Nee. Cool, das ist schon mal falsch. So, was ist eigentlich? Ich würde sagen, das war's und ja, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss.